Ja, Shalom und gottesreichen Segen an allen. Ja, das heutige Thema ist das Abendmahl. Ich muss dazu sagen, also alle zitierten Bibelstellen sind der Bibelübersetzung, also laut meinem Vortrag hier heute, von der Schlachter 2000 entnommen. Also meine lieben Leute, wenn ihr das ja nachprüfen möchtet, die Verse, die ich euch hier bringe, ja, könnt ihr das gerne tun, ne? Wenn ihr eine eigene Schlachter habt zu Hause oder natürlich mittlerweile gibt es natürlich auch Online-Bibeln, ja. Ja, das Abendmahl hat unser Herr Jesus kurz vor seiner Kreuzigung ja, eingeführt, als Jesus das Paschamahl mit seinen Jüngern feiern wollte. In Matthäus Kapitel 26, Vers 26 bis 29 können wir lesen, als sie nun aßen, nahm Jesus das Brot und sprach den Segen, brach es, gab es den Jüngern und sprach: Nehmt, esst, das ist mein Leib. Und er nahm den Kelch und dankte, gab ihnen denselben und sprach: Trinkt alles daraus, denn das ist mein Blut, das des neuen Bundes, das für viele vergossen wird, zur Vergebung der Sünden. Ich sage euch aber, ich werde von jetzt an von diesem Gewächs des Weinstocks nicht mehr trinken, bis zu jenem Tag, da ich es neu mit euch trinken werde im Reich meines Vaters. Amen. Ja. Das Passafest wurde als Erinnerung an die Befreiung des Volkes Israel aus Ägypten gefeiert. Die Israelien mussten in Ägypten harte Zwangsarbeit unter dem Pharao leisten. Da erbarmte sich Gott über das Volk Israels und befreite es aus der Knechtschaft in Ägypten. Das Volk Israel sollte Ägypten verlassen, aber der Pharao wollte es nicht. Da sandte Gott viele Strafen, das am Ende mit dem Tod der Erstgeborenen seinen Höhepunkt fand. Dazu sandte Gott einen Engel, der alle Erstgeborenen töten sollte. Die Israeliten sollten verschont bleiben und mussten ihre Türpfosten mit Blut bestreichen, damit der Engel vorbeizog. Die Strafe war so hart, so dass der Pharao einwilligte und das Volk ziehen ließ. Das Passafest wurde als Erinnerung an die Befreiung und den nächtlichen Auszugs des Volkes Israel aus Ägypten gefeiert. Hierbei wurde ein fehlerloses einjähriges Tier oder auch Ziegenböckchen geschlachtet und man aß ungesäuertes Brot. Wir brauchen heute keine Tiere zu opfern, um den Zugang zu Gott zu bekommen. Durch Jesus Christus erfolgte eine Zeitwende. Ja, die Zeitwende durch Jesus. Durch Jesus Sterben am Kreuz von Golgatha vor etwa 2000 Jahren hat Jesus unsere Sünden und Verfehlungen stellvertretend für uns getragen. Er war ohne Fehler und ohne Sünde. Er war das perfekte Opferlamm, das unsere Schuld trägt.
Mit dem Sterben am Kreuz von Golgatha errang Jesus Christus den Sieg über unsere Sünde, unsere Krankheit und den Sieg über den Satan. Jeder, der seine Sünden durch Jesus mittels eines Gebets tilgen lässt und sein Leben Jesus Christus übergibt, braucht sich nicht mehr von den kommenden Gerichten fürchten, weil Jesus Christus ihn schützen wird. Darüber hinaus wird uns das ewige Leben in Herrlichkeit geschenkt. Das ist einfach wunderbar. Am dritten Tag ist Jesus auferstanden. Jesus lebt. Halleluja. Amen. Jesus führte den neuen Bund durch sein Blut ein. Er ist das perfekte Opferlamm, das sich hingibt für uns. Meine lieben Geschwister, für uns. Im Abendmahl durchleben wir Jesus Hingabe und Segen für uns. Paulus greift das Abendmahl im 1. Korinther 11, Vers 23 bis 26 auf. Und zwar: Denn ich habe von dem Herrn empfangen, was ich auch euch überliefert habe, nämlich, dass der Herr Jesus in der Nacht, als er verraten wurde, Brot nahm und dankte. Es brach und sprach: Nehmt, esst, das ist mein Leib, der für euch gebrochen wird. Dies tut zu meinem Gedächtnis. Desgleichen auch den Kelch nach dem Mahl, in dem er sprach: Dieser Kelch ist der neue Bund in meinem Blut. Dies tut so oft ihr ihn trinkt zu meinem Gedächtnis. Denn so oft ihr dieses Brot esst und diesen Kelch trinkt, verkündet ihr den Tod des Herrn, bis er kommt. In Jesaja 53, Vers 3 bis 5 erhalten wir einen weiteren wichtigen Hinweis. Ich zitiere: Verachtet war er, Jesus Christus, und verlassen von den Menschen, ein Mann, der Schmerzen und mit Leiden vertraut, wie einer, vor dem man das Angesicht verbirgt, so verachtet war er, und wir achteten ihn nicht. Fürwahr, er hat unsere Krankheit getragen und unsere Schmerzen auf sich geladen. Wir aber hielten ihn für bestraft, von Gott geschlagen und niedergebeugt. Doch er wurde um unserer Übertretungen willen durchbohrt, wegen unserer Missetaten zerschlagen. Die Strafe lag auf ihm, damit wir Frieden hätten, und durch seine Wunden sind wir geheilt worden. Amen. Im 1. Petrus 2, Vers 24 finden wir auch im Neuen Testament kostbare Informationen. Ich zitiere: Er, also Jesus Christus, hat keine Sünde getan. Es ist auch kein Betrug in seinem Mund gefunden worden. Als er geschmäht wurde, schmähte er nicht wieder. Als er litt, drohte er nicht, sondern übergab es dem, der gerecht richtet. Er hat unsere Sünden selbst an seinem Leib getragen, auf dem Holz, damit wir den Sünden gestorben, der Gerechtigkeit leben mögen. Durch seine Wunden seid ihr heil geworden. Denn ihr wart wie Schafe, die in die Irre gehen. Jetzt aber habt ihr euch bekehrt zu den Hirten und Hüter eurer Seelen.
Ich ziehe, ja, die Verse zitiere ich hier aus der Schlachter 2000. Ja, aber ich glaube, das hatte ich vorhin schon gesagt am Anfang. Ja, wer darf am Abend mal teilnehmen? Ja, das ist auch sehr, sehr wichtig. Ja, ich habe da mal einiges rausgerufen, ein bisschen, mich, ja, ein bisschen, ja, ein bisschen so schlau gemacht und. Also alle, die ihren Leben Jesus Christus übergeben haben und eine lebendige Beziehung zu Jesus Christus haben und Jesus Christus nachfolgen, dürfen am Abendmahl teilnehmen. Also das heißt, ja, Männer und Frauen. Weil ich habe am Anfang gedacht, ich bin ehrlich, am Anfang habe ich gedacht, dass das Abendmahl, dass man es nicht zusammen machen darf. Also, ne, nur getrennt. Also Frauen und Frauen und Männer und Männer. Ja, habe ich so gedacht. Weil ich bin auch noch, ne, in der Lernphase, ich bin ein Babychrist, ein Säugling, sagen wir mal. Ja. Ich bin erst seit 1,5 Jahren im Glauben. Ja, na gut, weiter. Wie feiern wir das Abendmahl? Wenn wir das Abendmahl feiern, feiern wir den neuen Bund in Jesus Christus. Eine entsprechende ehrfürchte Haltung vor unserem Herrn und Heiland Jesus Christus ist während der Feier verboten. Ach, mein Gott, entschuldige bitte. Geboten, geboten, nicht verboten, geboten. Es wird Brot und ein Kelch mit Wein oder Traubensaft vorbereitet. Ja, wie jeder möchte. Wir lesen den Text aus 1. Korinther 11, Vers 23 bis 26 vor. Also wenn ihr, ne, ja, den Kelch oder Brot oder ja, Becher oder wie auch immer vorbereitet habt, alles soweit. Ja, dann lesen wir aus dem 1. Korinther 11, 23 bis 26 vor. Anschließend brechen wir das Brot und nehmen es ein und geben es an unsere Geschwister im Herrn weiter. Im zweiten Schritt trinken wir aus dem Kelch und geben auch den Kelch entsprechend weiter. Das Brot ist nicht mehr Brot, sondern der gebrochene Leib unseres Herrn Jesus Christus. Der Wein oder Traubensaft ist nicht mehr das Getränk, sondern das Blut unseres Herrn Jesus. Das ist wichtig, dass uns das bewusst ist, meine lieben Geschwister im Herrn. Oder ja, allgemein. Nach jedem Schritt beten wir zu Jesus und danken ihm für seine Tat. Welchen Segen erleben wir im Abendmahl? Ich habe immer, ja, zwei Geschenke an uns. Wenn wir auf die vorherigen Bibeltexte achten, dürfen wir nachfolgenden Segen ableiten. Erstens das Brot, jetzt das erste Geschenk. Im ersten Schritt essen wir das Brot. Das Brot ist der Leib Jesu, der für uns am Kreuz von Golgatha gebrochen wurde.
Dieser gebrochene Leib ist uns in diesem Moment gegeben. Wir haben direkte Gemeinschaft mit dem Leib Jesu. Wie viele Menschen sind zu Jesu Zeiten Jesus nachgelaufen, ne? Oder haben versucht, Jesus Leib anzufassen, um gesund und geheilt zu werden. Während des Abendmahls ist uns Jesus Leib gegeben. Nehmt, esset. Was für ein Vorrecht. Was steht im Buch Jesaja? Durch seine Wunden sind wir geheilt worden. Durch Jesu gebrochene Leib in Form des Brotes, das wir essen und in uns aufnehmen dürfen, werden wir heil und gesund an Geist, Seele und Leib. Was für ein Geschenk, Halleluja. Ja, Herr Jesus, ich lobe und preise dich für dein Erbarmen und deine Gnade. Amen. Jesus verheißt uns ein weiteres Geschenk in Johannes 6, Vers 51. Ich zitiere: Ich bin das lebendige Brot, das aus dem Himmel herabgekommen ist. Wenn jemand von diesem Brot isst, so wird er leben in Ewigkeit. Das Brot aber, das ich geben werde, ist mein Fleisch, das ich geben werde für das Leben der Welt. Im Abendmahl essen wir das Brot, das den Leib Jesus verkörpert. So, jetzt kommt der Wein, das zweite Geschenk. Ja, im zweiten Schritt trinken wir aus dem Kelch. Der Wein ist das Blut Jesu Christi, das am Kreuz von Golgatha für unsere Schuld geflossen ist. Durch sein Blut werden wir reingewaschen von aller Schuld. Danke, Herr Jesus, dass du den erniedrigen Weg bis zum Kreuz von Golgatha gegangen bist, um mich oder uns von all unseren Schuld zu befreien. Amen. Die direkte Gemeinschaft mit Jesus wird uns in der Bibel in 1. Korinther 10, Vers 16 bestätigt. Ich lese vor, ich zitiere: Der Kelch des Segens, den wir segnen, ist er nicht Gemeinschaft des Blutes des Christus? Das Brot, das wir brechen, ist es nicht Gemeinschaft des Leibes des Christus? Ja, und so dürfen wir im Abendmahl beten. Ist gleichzeitig auch jetzt für uns ein Gebet. Herr Jesus Christus, ich danke dir, dass du dich für mich hingegeben und deinen Leib für mich am Kreuz von Golgatha gebrochen hast. Ich bitte dich, mache mich und meine Familie heil und gesund an Geist, Seele und Leib durch deinen gebrochenen Leib, den ich jetzt durch das Brot aufnehmen darf. Dein Wille geschehe. Danke, Herr Jesus, dass du das perfekte, sündfreie Opfer warst. Danke, Herr Jesus, für dein teures, kostbares Blut, das auch für mich am Kreuz von Golgatha geflossen ist. Herr Jesus Christus, bitte wasch mich rein von aller Schuld durch dein Blut, das ich jetzt durch den Wein einnehmen darf.
Danke, Herr Jesus, dass du auch für mich am Kreuz von Golgatha gestorben bist. Amen. Ja, mit diesem Abendmahl verkünden wir den Tod Jesu Christi, bis er wiederkommt. Ja, wenn Leute nicht so können, das Abendmahl einnehmen, da hätte ich auch was. Und zwar, das Abendmahl kann man auch, auch im Krankenbett einnehmen. Wie oft sollen wir das Abendmahl einnehmen? Die Bibel macht uns keine Vorschriften, wie oft wir das Abendmahl einnehmen sollen. Aber wir verkünden mit dem Abendmahl den Tod Jesu Christi, bis er wiederkommt. Wir erhalten den Segen, gesund zu werden und von allen Sünden reingewaschen zu werden. Wollen wir darauf verzichten? Eigentlich nicht. Wollen wir das Abendmahl vernachlässigen? Nein, natürlich nicht. Wir wollen das Abendmahl einnehmen, weil es uns der Herr Jesu geboten hat. Wir nehmen das Abendmahl in der Regel einmal pro Monat ein. Natürlich können Sie, ne, oder ihr das Abendmahl auch öfters durchführen. Von mir aus auch jeden Tag. Gerade in Krisenzeiten und bei Krankheiten empfehle ich das Abendmahl viel öfter einzunehmen. Viel öfter. So. Wer darf das Abendmahl austeilen? In den Gemeinden gibt es bei der Austeilung des Abendmahls im Rahmen eines Gottesdienstes Regularien, an die man sich auch halten soll. Also das ist jetzt wichtig für Leute, die Gemeinde haben und Darüber hinaus darf das Abendmahl auch zu Hause alleine oder als Ehepaar oder im Rahmen von Hauskreisen durchgeführt werden. Das ist alles gar kein Problem. Ich durchführe, sage ich mal, ich persönlich zurzeit das Abendmahl alleine mit unseren Herrn. Ja. Ja, so haben es die ersten Christen gemacht, wie es uns in den Apostelgeschichten berichtet wird. Sie brauchen dafür keine theologische Ausbildung oder so, ne? Ja, brauchen wir nicht. Brauchen wir nicht. Was ist noch sehr wichtig? Ich muss mal eben ganz kurz einen Schluck Wasser trinken. So. Wir sollen vor dem Abendmahl keine Angst haben. Die Bibel warnt uns aber in den nachfolgenden Stellen. Im 1. Korintherbrief 11, Vers 27 bis 34. Ich zitiere, lies das mal vor. Wer also unwürdig dieses Brot isst oder den Kelch des Herrn trinkt, der ist schuldig am Leib und Blut des Herrn. Der Mensch prüfe aber sich selbst, und so soll er von dem Brot essen und aus dem Kelch trinken.
Denn wer unwürdig isst und trinkt, der isst und trinkt sich selbst ein Gericht, weil er den Leib des Herrn nicht unterscheidet. Deshalb sind unter euch viele Schwache und Kranke, und eine beträchtliche Zahl sind entschlafen. Denn wenn wir uns selbst richteten, würden wir nicht gerichtet werden. Wenn wir aber gerichtet werden, so werden wir vom Herrn gezüchtigt, damit wir nicht samt der Welt verurteilt werden. Darum, meine Brüder, wenn ihr zum Essen zusammenkommt, so wartet aufeinander. Wenn aber jemand hungrig ist, so esse er daheim, damit er nicht zum Gericht zusammenkommt. Das Übrige will ich anordnen, sobald ich komme. Amen. Ja, das solltet ihr am besten euch vielleicht noch mal, ja, öfters durchlesen, weil das finde ich ja sehr, sehr wichtig. Also das ist im 1. Korintherbrief 11, Vers 27 bis 34. Ja, bei den Korinthern ging es beim Abendmahl sehr chaotisch zu. Da wurde das Abendmahl als Abendessen missverstanden und Paulus gibt den Rat, erst sich zu Hause satt zu essen, bevor man das Abendmahl einnimmt. Ich muss jetzt hier ein bisschen schmunzeln, aber ich glaube, das darf man auch. Das Abendmahl soll würdig eingenommen werden, daher mit Ehrfurcht zu unserem Herrn Jesus. Das ist auch keine Spaßveranstaltung, sondern das Abendmahl soll konzentriert und in einem gewissen Ernst durchgeführt werden, meine Lieben. Ernst nehmen, das Abendmahl. Sehr ernst nehmen. Wenn wir das Abendmahl als Abendessen missverstehen, dann wird das Brot zum Lebensmittel und wird nicht unterschieden, wie es der Herr möchte. Das Brot im Abendmahl ist nicht ein Lebensmittel, sondern der gebrochene Leib unseres Herrn Jesu Christi. Deshalb trennen wir auch das Abendmahl von dem eigentlichen Abendessen oder Mittagessen. Gerne können vor dem Abendmahl geistliche Lieder oder Lobpreislieder, ne, gesungen werden. Ja, um sich vielleicht sich auf das Abendmahl einzustellen. Sollten wir das Abendmahl mit dem Abendessen oder Mittagessen vermischen oder die Durchführung des Abendmahls nicht mit dem nötigen Ernst durchführen, werden uns auch Krankheiten oder sogar Todesfälle angedroht. Das sollten wir ernst nehmen. Wenn wir das Abendmahl in Ehrfurcht für unseren Herrn Jesus Christus durchführen, brauchen wir uns nicht davor zu fürchten, sondern im Gegenteil, wir erhalten einen großen Segen. Ja, ich komme jetzt auch langsam zum Schluss. Also, Zusammenfassung: Das Abendmahl sollen wir regelmäßig einnehmen, damit wird der neue Bund in Jesus Christus unterstrichen. Wir bezeugen durch das Essen des Brotes und Trinken des Weines den Tod Jesu Christi, bis er wiederkommt. Das Abendmahl soll in Ehrfurcht vor Jesus Christus und mit einem gewissen Ernst durchgeführt werden. Durch das Blut Jesu Christi
in Form des Weins werden wir reingewaschen von unseren Verfehlungen und Schuld, und durch den gebrochenen Leib in Form des Brotes werden wir heil und gesund an Geist, Seele, Leib nach dem Willen Jesus Christus. Amen. Ja, meine lieben Geschwister, das war's auch schon wieder. Ich wünsche allen Gottes reichen Segen. Möge der Herr Jesus Christus euch alle reichlich segnen und schützen und eure Familie, Bekannte, Freunde. Und ich sag da mal, bis bald. Shalom.